feeling me. We are back with the club at the tennis. Nah, 5 or 6. Aber Stimme ist immer noch weg und ich bin langsam krank. So, der Pooltag. Ich habe immer noch ein paar Magenbeschwerden, aber ich weiß genau, was ich jetzt habe. Ich muss ein bisschen Sport machen, so sehr ich es eigentlich kann und so sehr ich ein Leben auch habe. Naja, mach ich mal daran. Immer noch schön. Ja. Yeah. Was wir alles heute machen, schauen wir noch. Das Problem ist halt, ich kriege kein Essen runter. Also ich bin an einem Blähbauch und danach kann ich nicht mehr. Danach muss ich eine Pause machen. Daher ja, aber ich putze jetzt mal den Pool. Weil das ist nichts. Woke up just thinking about copping that spider. Walking right in and pull out with a title. Wanna lit like a lighter. So, es ist. Es geht schon los, Bär. Ja, danke, dass wir nicht lüften können. Doch, ich glaube, du kannst, da ist irgendwann ein Knopf oder auf der Seite. Okay, wir sprechen jetzt Tag 5, wir schreiben jetzt Tag 5 und wir zum ersten Tag reden. Ertrinken. Wieder mal. Wie macht man diesen Ventilator an? Ach, so scheiße. Aber der ist nicht gut gemischt. Keine Ahnung, aber. Nein, ich hab's damit schon probiert. Da habe ich schon mal besser gemischt. Okay, das schmeckt aber noch harmlos. Okay. So, wir haben uns jetzt Outfit rausgesucht. Wir gehen jetzt in den Pool rein. Und ja, wir haben jetzt auch Essen bestellt. Chillen wir mal und dann essen wir, gehen in den Pool, ziehen uns um und dann picken wir in die City. Frechheit, ich finde das eine komplette Frechheit. Wir haben hier die nächste Kakerlake, Philipp erledigt es gerade. Bro, geh dir ins Wasser! Nein, doch, Chlor bringt sie um! Doch, Chlor ist antibakteriell! Was ist wirklich Chlor? Ja, Chlor ist antibakteriell, das passt! Digga, ich hab die zerplatzt! Hey, wasch mir die Hände gerade ab! Da vorne liegt das rote Kakerlake. Stell dir vor, die wäre jetzt weg! Also, die kann nicht weg! Die hat's zerrissen! Bruder, komm in den Knast, Bro! Zweimal hinter. So, ist er Chlor! Schau mal nach, ob es noch lebt. Wir denken, du schaust gerade nach der Wäsche. Auf einmal hören wir dich schreien, Alter. Ja. Nein, warte, nein, hau kein Klo drauf. Das ist uncool. Ja, dann hol dir Taschentücher aus dem Klo. Miss me. Hol dir Tücher aus dem Klo. Er sagt nein. Den Besen brauchen wir immer noch. Es sind nicht die einzigen Kakerlaken. Angezogen, alles im Pool, wir gehen los. So, wir sind am Strip. Ich finde mir nicht mal gut. Bist du deppert? Lang waren wir nicht mehr hier. Lang nicht mehr nüchtern. Na, letztes Mal, na, nüchtern mal wieder an jetzt. Das ist eine Tag in der. Geht weiter das Beste wie jetzt zum Schluss. Die ersten 3 Tage waren nicht gut. Let your body rest. Drink water. Also waren ja reckless mit den Partys und dem Trinken. Und für mich war es eh schon das letzte Rodeo. Und daher passt auf mit eurem Trinkverhalten, Trinkvermögen etc. Und wenn, dann trinkt 5-fache einen Liter an Wasser dazu. Weil so wie es ihm ging, ging es mir am Tag 3
Tag 3 bis Tag 5. Bis Tag 5 am Abend habe ich gar nichts gemacht. Ich war im Bett und war, mein Körper hat mich ausgeschalten, komplett ausgeschalten. Und nochmal ein Tipp, egal wie euer Freund ist oder eure Kollegin oder sonst wen, lasst die, je nachdem in was für ein Modus, aber wenn ihr schon ein bisschen ein Sitzen habt, lasst eure Freunde niemals alleine nach Hause gehen. So, wenn man jetzt ein bisschen was getrunken hat und alles geht, easy, aber ansonsten schaut immer nach euren Leuten, weil glaubt mir, da sind so viele Sachen passiert, weil einfach bestimmte Leute nach deren Freunden schauen. Was jetzt alles passiert ist, bleibt logischerweise in der trockenen Tüchern, weil wenn ich scheiße, Bobo, ich scheiße, aber andere Leute müssen davon wissen, bei meinen Freunden. Ja, und dennoch. Bei der Gast vom Club ist nicht so viel, aber ist auch egal. Ist immer noch ein super Club, wie gesagt, mit einer der geilsten, wo ich drin war. Der Klima ist ein bisschen sehr klein, aber ist egal, Kleinigkeit. Und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, subscribe. Freue mich immer wieder auf die ganzen Kommentare, die ich bekomme. Und auf die Abos, logisch. Ich sehe ganz Leute, die mich abonnieren. Und und ich mag die Rezension zuletzt auch sehr gerne. Freut mich zu hören. Bock, umso mehr das alles zu machen.